Bonjour, madame et monsieur. Oh, bonjour, aujourd'hui en français Provence, avec le baguette et avec mon copain ce graphe. Ici, il parle français maintenant. Wenn ihr jetzt noch dran seid, dann habt ihr wirklich einen kompletten Dachschaden. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, hier heute. Oh ne, ich bin doch doof. Spielen wir, ich weiß nicht was. Wie bepflanze Also. ich ein Feld mit Gras, spielen wir heute. Wir spielen Ja, nämlich genau. Rasenmäher-Simulator. Der Junge, das ruckelt teilweise, ne? Ja, heute ist vielleicht die Verbindung nicht so stable. Warte mal kurz, das Spiel ist echt normal. Ich muss nicht hier hin. So, ich meine, im Kunden. Oh, aber ich habe das auf 50%, ist immer noch zu laut. Das ist doch nicht normal. Ey, das ist wirklich schlimm heute. Also das Spiel ist grundsätzlich laut. Nee, ich meine nicht die Lautstärke, sondern es ruckelt teilweise echt schlimm. Hatte ich bis jetzt noch nie. Egal. So, ich bin etwa mit den Samen bei 15%. 15, ja, Na, das genau. reicht noch für dieses Feld. Da müssen wir 2 Monate durchpennen, damit wir den Rasen mähen können. Ach so, okay, ja. Und dann machen wir aus dem Rasen, pressen wir Ballen. Und aus den gepressten Ballen wickeln Klingt. wir ein, machen wir Silage und die Silage verkaufen wir, bis wir so 200.000 haben. Und dann können wir uns endlich alle Gerätschaften kaufen und müssen sie nicht immer mieten. Wie du willst. Da Ja, spielt's keine also Rolle. ich möchte gerne, das Ziel ist, dass wir schnellstmöglich ein weiteres Feld kriegen, dass wir neue Gerätschaften haben, dass ich auch das Debakel mit dem Terraforming, wo ich das Gewächshaus platziert habe, dass ich das bereinigen kann. Ja, das klingt echt nach Valheim. Warum meinst du? Terraforming, Probleme. Ach Mann, Aber ey. das nehmen wir vielleicht auch noch heute auf. Keine Ahnung. Wir müssen mal gucken. Wir haben ja eine Pause, eine blöderweise halt eine Zwangspause von einem Monat, ne? Ja, ich sag nicht, Genau, ey. genau. Ich habe mich am Freitag wieder aufgeregt ob diesen Beamten, ey. Ich bin dann zwar Ach so, selber ja. Beamter, oder ja, nicht Beamter, sondern im Dienst. Aber du musst dir das so vorstellen. Du hast ja die Verpflichtung, als Angehöriger der Armee zu sorgen, dass du alles Material immer komplett hast und dass es sauber und instand gesetzt ist, ne? Jetzt ist mir so ein kleines Debakel passiert. Ich bin ja mehrmals schon umgezogen und ja, da ist halt vielleicht das ein oder andere vergessen gegangen oder bei meinem ehemaligen Mitbewohner gelandet, weil wir da nicht im Guten auseinandergegangen sind und er halt gedacht hat, das ist sein Zeugs und whatever. So. Da habe ich jetzt mal kontrolliert und habe gemerkt, oh shit, ich brauche ja noch gewisse Sachen. Wollte ich die holen Ja. gehen, also zum Beispiel ein Uniform-Oberteil, das, ja. Ich hatte halt wirklich das Dümmste, was passieren konnte, war, du hast ja so mehrere Taschen und eine Tasche war halt noch im Keller. Den Keller habe ich damals nicht gezügelt sozusagen und er hat das dann Ja. eingesteckt, etc. pp. Das Wichtigste, das Gewehr, die Waffen habe ich natürlich, das ist gar keine Frage, sonst hätte ich ein größeres Problem. Aber jetzt ist es so, du bist ja verpflichtet, dein Material immer on top zu haben. Wenn du es nicht mehr So, hast, musst du dafür sorgen, dass du es wieder hast. Gut, das Ich wollte ich. glaube, bezüglich Militär ist es ja einfacher, das Ding anzugeben, dass du es verloren hast, anstatt kaputt gemacht zu haben. Irgend sowas Nee, war, glaube kaputt ich, machen ne? darfst du immer, verlieren darfst du nicht. Okay, war umgekehrt. Okay. Auf jeden Fall eben, wenn du es verloren hast, musst du es bezahlen. Okay, das ist ja halb so schlimm, weißt du, ich stehe für meine Fehler ein und habe gesagt, okay, scheiß drauf, muss ich das auch bezahlen. Wird vielleicht teuer, aber Hauptsache, ich hab dann wieder alles, ne? Jetzt wollte ich das holen gehen, hab den gesagt, ja, eben, mir fehlen gewisse Materialien, die ich brauche für den nächsten Kurs, also für den nächsten Einsatz.
Dann hat die mich so angeschaut. Ja, wir nehmen nur Bargeld. Ich so, ja, okay, kein Problem. Ich habe Bargeld da. Ich der gleiche Scheiß. Ich habe. Nein. Ja, besser. Nicht? Okay. Ich habe das Dienstbüchlein dabei, etc. Dann hat sie mich so gefragt, okay, ja, können wir machen. Hat sie so gefragt, was fehlt denn? Ich so, Uniform, Oberteil, Uniform, Kälteschutz, eine ganze Tasche mit Inhalt, ein Schlafsack. Und dann hat die so gesagt, ja, können wir nicht machen. Ich so, warum? Geht nicht. So, warum? Ja, sie müssen einen Verlustschein von ihrem Kommandanten ausfüllen lassen und dann können wir das machen. Weil es könnte sein, dass es vielleicht dann gratis ist und es macht ja null Sinn, dass sie das jetzt bezahlen und mit der Quittung wiederkommen und wir ihnen das Geld zurückerstatten müssen. Ich so, ja, aber ich brauche Material zum Einrücken. Hat sie gesagt, nee, das geht nicht. Ich so, warum? Ich muss ja irgendwie, ich muss uniformiert einrücken. Ich muss ja komplett ausgerüstet einrücken. Das geht nicht. Warum? Ja, da ist ja bald Karneval und sonst könnte das jeder behaupten und könnte dann mit der Uniform an Karneval gehen. Und ja, das geht so nicht. Klären Sie das mit Ihrem Kommandanten, kommen Sie mit einem Verlustschein, dann können wir das gerne für Sie ersetzen. Habe ich nur so gedacht, okay, du dumme Kuh, hast einfach keinen Bock zu arbeiten und deinen Arsch zu bewegen. Ich hätte sogar dafür bezahlt. Habe ich meinen Kommandanten angerufen. Er hat gemeint, ja, ist nicht so gut. Ich so, ja, tut mir leid. Sachen passieren halt. Immerhin stehe ich mein Mann und würde es ja bezahlen. So. Hat er gesagt, ja, dann kommen sie vorbei am ersten Tag, dann regeln wir das schon. Sie müssen einfach uniformiert einrücken. Ich so, ja, na toll, mir fehlt die Hälfte der Uniform. Was will ich jetzt? Ja, dann wird es schwierig einzurücken, weil dann könnte es Probleme mit der Militärpolizei geben und so, weil sie müssen uniformiert einrücken. Das geht sonst nicht. Ich so, ja, toll. Aber was soll ich dann sonst machen? Ja, dann kommen sie einfach im T-Shirt. So, ja, okay, aber die hat mir gesagt, das geht nicht. Ja, ist speziell, aber wir regeln das schon. Okay, easy, aufgelegt. Dann habe ich heute den Gesetzesartikel rausgesucht, weil das hat mich so wütend gemacht. Ich so gedacht, Junge, ich bin sicherlich nicht der einzige Idiot, der mal irgendwas verliert. Haben schon Leute Sturmgewehre verloren, die dann, ja, die sind dann noch mit dem blauen Auge davon gekommen, weil wenn du ein Sturmgewehr verlierst, das ist dann, ja, nicht so schön. Aber anyway, auf jeden Fall steht da im Gesetzesartikel, ich bin verpflichtet, das Material wieder zu vervollständigen. Wenn es nicht vervollständigt werden kann, also nicht vervollständigt ist, dann muss man das bei der Retablierungsstelle, wo ich ja war, vervollständigen. So. Jetzt gehe ich einfach auf eine andere kantonale Behörde und mache das gleiche Spielchen nochmal. Vielleicht klappt es ja. Die hatte einfach, weißt du, du musst das so sehen, das sind zivile Mitarbeiter, die die Logistik von der Armee machen. Und die haben ein chilliges Leben. Ich war da selbst mal eine Woche lang eingeteilt und musste da Abzeichen anstecken an den Ausgängerteil da. Dafür hatte ich eine Woche Zeit. Wir verlieren wieder Geld. Warum verlieren wir Geld? Lol. Warum? Was? Wir haben Geld verloren? Müssen wir Miete bezahlen? Ja, wir waren mal fünfstellig, jetzt sind wir vierstellig. Ah, ja, Miete. Stündlich, stimmt. Kacke. Ich will keine Miete zahlen. Übrigens, die Lecks sind vorbei. Ich glaube, das ist nur, vielleicht braucht es ein paar Synchronisation. Texturen zu laden. Ja. Auf jeden Fall eben, ich bin tierisch pisst, ich habe so keinen Bock da, das zu machen, aber es hat meine Pflicht. Ich mache es auf eine Art und Weise auch gerne, weil irgendwie bringt es halt schon was. Die Funktion, die ich da habe, die darf ich euch jetzt nicht nennen, die ist streng geheim. Und das ist kein Witz. Kloputzer. Nee, das ist wirklich top secret. Ich habe da auch gewisse Regeln einzuhalten. Wie du zum Beispiel, ich darf keine Fischer von der Garnison C350. Ja, ungefähr so. Ich bin bei der Area 51 angestellt, weißt du. Nee, ich muss auch zum Beispiel, wir dürfen keine elektronischen Geräte bei uns tragen. Smartwatch dann, inklusive. Dann hast du Probleme mit der Kommunikation. Nee. Ja, dann musst du Brieftauben schreiben. Nee. Wie jetzt? Mit unseren Funkgeräten, die dürfen wir benutzen. Das ist auch Elektronik, mein Gott. Ja, aber das ist vom Militär zertifiziert. Ja gut, wenn das zertifiziert ist,
das Gerät darf keine GPS-Daten senden, kein Bluetooth empfangen und kein WLAN empfangen. Was für ein Quatsch. Ja, weil selbst der Aufenthaltsort geheim ist. Macht alles Sinn. Ist alles ja, Sinn. Ja, logisch. Aber irgendwo durch. Ja, sie stellen sich selber manchmal ein bisschen die Hürden und Vorschriften, eben wie man es halt kennt. Also die Leute, die im Militär waren, die wissen, von was ich rede. Das ist manchmal einfach nur komisch. Klar, unter der Truppe, das, was man tut, das ist nice. Also eben, ich hätte mit niemand anderem tauschen wollen für das, was ich da erlebt habe. Halt ja, so. Gut, haben wir das Thema abgehakt. Aber eben, wie gesagt, deshalb, lange Rede, kurzer Sinn, deshalb wird es einen Monat Zwangspause geben. Die auf meinem Channel wissen, dass da irgendwie ein Alternativprogramm kommt, also zum Beispiel Battlefield und so, wird dann halt 4 Wochen nicht kommen am Sonntag, aber es werden andere Videos kommen, die ich ein bisschen vorproduziert habe. Ich habe da mir ein bisschen was von Till abgeschaut, wie man das Ganze macht, habe mit Uploadplan, dies, das. Funktioniert übrigens ganz gut, wenn man das richtig macht. Ich muss das noch mit den Wenn und Oder Formel lernen, aber dann klappt das ganz gut. Ich habe nämlich einen Trick, wie ich das Wenn und Oder ohne dieses ganze gleich Summe bliblablub mache. Ich schreibe einfach Makros. Das ist das Einfachste für mich. Ja gut, ich mache halt nicht gerne Makros, weil es dann irgendwie, wenn du die Dinger kopierst, dann nicht funktioniert und die Makros natürlich rüber kopiert werden und so weiter und so fort. Ich mache das richtig gerne. Ich habe da zum Teil ganz komplexe Excel-Tabellen erstellt, die mit dem Makro funktionieren. Und das Makro ist eigentlich... Die meisten denken, ja, du musst VBA, also Visual Basic, programmieren können. Nee, musst du nicht. Du musst beim Makro einfach eine XLS-Codierung verwenden. XLS. Genau. Und dann kannst du beim Makro einfach Recording drücken und 1:1 das Makro übernimmt dir das, was du recordest. Also zum Beispiel, wenn du eine Zeile mit einem Text rot färben willst, dann machst du Recorden, machst das einmal durch, guckst dir das an im VBA und sagst, bitte auf alle Zeilen anwenden, und dann zieht er das Makro einfach steinknallhart durch und du musst keine einzige Excel-Kenntnisse haben. Doch, du musst wissen, wie man aufnimmt und recordet. So. Und das ist eigentlich schon geil. Ich habe jetzt natürlich, letztens habe ich... Junge, ich habe noch 19 Liter, 18 Liter. Das reicht. 17, 16, 15... Das reicht. Ich schalte mal die Maschine aus. auf jeden Fall, ja. Ich möchte das Ganze mal mit dem Apple-Zeugs ausprobieren, ob das auch funktioniert. Also nicht Microsoft Office, sondern ob die auch bei Pages und bei Tabellen und Numbers und so auch sowas haben. Kannst du gerne ausprobieren. Und wenn es da in der Ecke nicht reicht, dann ist es scheißegal. Wie viel Liter noch? 6. Oh, es reicht sogar. So geil. 4. Ja, das reicht für die Ecke. Nice. So. So. Wie ging das nochmals? Jetzt fahr zu unserer Range, noch nicht verkaufen, also zurückgeben, weil du hast noch Material drin, Ladung, die du entladen musst. Die 1000 Liter, ne? Genau. Krass, ne? Wo gehe ich das dann? Ich muss zuerst hier... Was macht der Typ? Anhalten, nee, ich möchte zuklappen, so. Du klappst zu und dann fährst du zu unserer Farm. Perfektus. Nur die Frage, wo war die? Keine Ahnung. Fahren Sie dem Drehlicht nach. Okay. Wow, Junge! Was für ein Scheiß, Alter. Funktionierte. Naja. Kann es ja manchmal geben, oder? So.
Das rechts. Kann ich ausprobieren, was passiert? Ich bin durch das kein Fortschrittsschild durchgefahren. Das ist ein Spiel, scheiß drauf. Also wirklich. Also, weißt du, was geil ist, wenn du. Ja, wenn die nächste Folge müssen wir anfangen. Vorproduktion. Ein Monat. Ja, stimmt. Dann noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Mittag, was auch immer. Tschüssi. Nachmittag. Ciao und bis dann. Vorproduktion geht vor.